Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Survive. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren Do-It-Yourself Bushcraft Gear Projekt. Nachdem wir uns letzte Woche ein wunderschönes Messer gemacht haben, kümmern wir uns dieses Mal um etwas anderes. Und zwar habe ich mir auf eBay Kleinanzeigen ein altes Beil besorgt. Ihr könnt das Ganze sehen, ich zeige euch das Ganze auch nochmal im Detail. Der Griff hält nicht mehr richtig im Axtkopf drinne. Wir werden generell sowieso einen komplett neuen Griff für das Beil machen und natürlich auch den Kopf ein wenig bearbeiten. Ich bin mega gespannt, wie das ganze Projekt wird. Auch eine schöne Lederscheide soll es für das Ganze hinterher wieder geben. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem coolen Projekt. Und falls euch solche Sachen gefallen, natürlich Abo auf dem Kanal, Like auf dem Video dalassen und gerne weitere Ideen unten in die Kommentare schmeißen. Wie ihr seht, habe ich jetzt im allerersten Schritt erstmal den Kopf vom Stiel getrennt, damit wir, ja den Stiel brauchen wir eh nicht mehr, nur noch zum Abzeichnen für das neue Holz. Aber als erstes kümmern wir uns einmal um den Beilkopf. Die grobe Form, die die Axt später haben soll, habe ich mir jetzt mal angezeichnet und das Ganze wird jetzt rausgeflext. Da wollte ich schon ohne Schutzbrille flexen, das macht man natürlich nicht, die hole ich mir einmal und dann geht's weiter. Die fühlt sich ja ganz komisch an. Naja, aber besser als nichts. Der Großteil ist jetzt rausgeflext. Ich habe jetzt das Blatt gewechselt, womit wir jetzt die Feinheiten machen. Die letztendliche Form der Klinge, also nicht der Klinge, aber vom generellen Kopf. Und das nutzen wir dann auch, um ja, Rost und diese ganzen Unebenheiten, die auf dem Beil sind, auf dem Beilkopf sind, abzumachen. Trotzdem möchte ich das nicht zu perfekt wunderschön glänzend haben, denn ich mag diesen alten rustikalen Style, den wollen wir auf jeden Fall beibehalten und jetzt erstmal polieren. Ich liebe Flexen, aber auf so kleinem Raum, so fein, macht es doch nicht so viel Spaß wie normalerweise. Der Großteil ist geschafft, was den Axtkopf angeht. Auch das ist natürlich nicht perfekt. Warum? Weil ich das so in dieser Art das allererste Mal mache. Das Schöne bei dem rustikalen und urigen Style ist, dass es gar nicht perfekt, glänzend, sauber, gerade aussehen muss, sondern es kann gebraucht, es kann ein bisschen schief, ein bisschen krumm aussehen. Das finde ich auch gerade das Coole an dem urigen Style, denn auch dieser Beilkopf, jede kleine Kante hat irgendwo eine Geschichte und es wird Zeit, wenn wir damit fertig sind, ganz viele neue Kanten reinzumachen, um ja, dem Ganzen nochmal eine eigene Geschichte zu geben. Jetzt machen wir die andere Seite hier auch nochmal. Diese Seite ist schon einigermaßen gemacht. Ich mache jetzt alles mal grob, dann schaue ich mir das Ganze mal an und dann gehe ich auch hier wieder auf die Feinheiten. Aber so wie es aktuell aussieht, gefällt es mir schon richtig gut. Kopf vom Beil ist soweit fertig, ist tatsächlich auch schon gut scharf geworden. Nur mit dem
ja, mit der Polierscheibe von der Flex. Feinheiten werden da natürlich dann auch nochmal gemacht. Lege ich das jetzt erstmal beiseite, bin ich soweit zufrieden mit. Das heißt, der nächste Step ist der Stiel. Und das finde ich super cool, denn mein Grand Force Beil, was ihr ja kennt, der ist mir, ich liebe das, aber manchmal ist mir da der Stiel einfach zu kurz. Und darauf freue ich mich, dass ich mir jetzt einfach ganz individuell einfach ein bisschen längeren Stiel machen kann, genauso wie ich es brauche. Dafür habe ich auch schon das Holz. Das zeichnen wir jetzt an. Und dann sägen wir das aus, schleifen wir das zu, setzen alles zusammen. Und dann haben wir es auch schon fast. Also, ah, herrlich, herrlich, schönes Projekt. Das macht wieder richtig, richtig Laune. Ich habe jetzt das Griffstück so weit zugesägt, wie es mir möglich war und habe schon mal versucht, die richtige Dicke, auch ungefähr die Form hinzukriegen, dass ich nicht ewig schleifen muss, weil das dauert ja tatsächlich am längsten. Jetzt, ich habe auch die Form ein wenig angepasst, wie gesagt, das ist alles ein bisschen Freestyle gemacht, ein bisschen auf meine ja, Wünsche angepasst und jetzt wird das Ganze einmal maschinell abgeschliffen und dann, ja, ausprobieren. Es ist alles das erste Mal, alles ausprobieren und da ich glaube da oben, dass dann später der Axtkopf da drauf passt, dafür müssen wir das Ganze dann fein mit dem Messer machen, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Deswegen erstmal abschleifen und danach geht's weiter. So, mal ein kleines Update für euch hier an der Stelle. Und zwar, schaut euch das mal an. Es sieht schon sehr, sehr schön aus. Zeige ich jetzt noch nicht im Detail. Aber ich bin jetzt gerade dabei, das Ganze hier für den Kopf zu schnitzen. Und ich habe es gar nicht bedacht, aber das ist wirklich das Nervigste. Da wirklich ganz oben passt schon, aber weiter als so geht es noch nicht. Das heißt, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, schleife mich Stück für Stück voran und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Es darf nämlich auch nicht zu wenig sein, sonst ist das Ganze wieder locker. Schauen wir mal. Aber es wird langsam, aber sicher, liebe Freunde. Wir kommen voran hier. Das sieht doch schon mal nach einem Griff aus und auch das, der Beilkopf passt mittlerweile drauf. Machen wir aber noch nicht fest, weil das Ganze muss jetzt hier nochmal aufgesägt werden. Dann kommt der Kopf, Axt, Beilkopf drauf und dann nochmal ein Stückchen Holz, schön mit Leim, was dann richtig da reingehämmert wird, damit das Ganze ja schön auf Spannung sitzt und noch nicht mehr abhauen kann. Das Schleifen hat jetzt echt mit dem Flexen am allerlängsten gedauert, aber es wird. Das heißt, wir sägen jetzt hier einmal rein. Ich labere schon wieder zu viel. Das machen wir jetzt als nächstes.
So, Freunde, ein erfolgreicher Tag und damit auch ein erfolgreiches Projekt neigt sich dem Ende zu. Das erste Do-it-yourself Bushcraft-Beil von mir ist fertig. Und was soll ich sagen? Ich bin mehr als begeistert von dem Ergebnis. Ihr wisst, ich mache die Sachen alle selber das erste Mal, probiere mich da sehr viel aus, probiere rum, was geht nicht. Und ich muss sagen, ich war schon mit dem Messer letzte Woche happy, aber das hier ist wirklich richtig geil geworden. Für die, die es interessiert, das Holz, was ich für den Griff genommen habe, ist Esche, weil Esche ist einfach auch sehr flexibel. Erst wollte ich eine Eiche nehmen, die aber sehr, sehr starr ist, schnell bricht. Dementsprechend habe ich mich dann für eine Esche entschieden. Die Lederscheide ist auch eine ganz, ganz spontane Sache geworden, denn eigentlich wollte ich die so machen wie bei meiner anderen Axt, um die dann wirklich sehr lange hier drüber geht mit einem Verschluss. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass die einfach so richtig gut hält, nicht abfällt. Und was soll ich sagen, bin ich super zufrieden mit. Ich finde diese Kombination aus dem Escheholz und ja, mit der Ölung richtig cool, aber auch der Kopf ist sehr, 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 sehr cool geworden. Und ja, was soll ich sagen, ich freue mich, wenn ich das Ganze das erste Mal aktiv im Einsatz benutzen kann. Ist auf jeden Fall geil, so ein eigenes, ja, Werkstück in der Hand zu haben. Und es macht einfach Spaß, liebe Freunde. Deswegen, wie auch schon beim letzten Video gesagt, ihr werdet euch auf mehr solche Projekte freuen können, denn das braucht mir richtig. Wenn man solche Sachen das erste Mal macht, dann funktioniert natürlich nicht alles perfekt. So sind auch hier ein paar Kleinigkeiten, die mir, würde ich mal sagen, die nicht ganz so gut gelungen sind. Zum einen haben wir hier diese Kurve, die leider keine richtige Kurve ist. Also da sind Ecken und Kanten drin. Ich muss trotzdem sagen, dass ich das im Gesamtbild sehr schön finde. Trotzdem hätte ich mir es runder gewünscht, war aber jetzt mit meinen Flex-Skills so nicht möglich. Punkt Nummer 2 ist ja der Stiel hier oben. Das wirklich so passend zu bekommen, dass das zu 100% hier reinpasst, fand ich persönlich auch sehr, sehr schwierig. Ist mir jetzt auch nicht gelungen. Nichtsdestotrotz ist das Ding saustabil. Wie stabil, das sehen wir dann natürlich im Wald. Punkt Nummer 3, ja, ist die Scheide, und zwar nicht der genähte Bereich, sondern der Bereich hier. Das ist alles so ein bisschen ausgefranst und sieht noch nicht ganz so sauber aus. Ich habe dieses Mal mit einem Teppichmesser gemacht. Muss auch sagen, ganz ehrlich, dass ich da auch nicht mehr so viel Lust und Zeit hatte, jetzt da noch so viel Energie reinzustecken. Trotzdem bin ich, wie gesagt, mit dem ganzen Ding sehr zufrieden und natürlich auch sehr gespannt auf euer Feedback da draußen in den Kommentaren. Deswegen Verbesserungsvorschläge. Falls jemand irgendwas besser weiß, gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, mach die Sachen das erste Mal, probiere mich aus. Mach wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fehler, aber genau das gehört dazu. Und nur daraus kann man lernen. Ne? Deswegen Feedback gerne in die Kommentare. Ideen auch in die Kommentare, falls ihr welche habt. Sonst, falls ihr keine weiteren Touren oder coole Projekte auch hier in der Werkstatt verpassen wollt, aber auf dem Kanal da lassen. Und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Passt bis dahin auf euch auf, lasst euch anquatschen, außer von mir. Ciao!